Zweiter Teil des ersten Spieltags. Der Titelverteidiger greift ein. Bayern München gegen Atletico Madrid. Das Topspiel des gesamten ersten Spieltags. In der Tat, da geht's rund. Und ich erinnere mich an die vergangene Champions League-Saison, als der Titelverteidiger Liverpool hieß und zum Auftakt auch nicht so glorreich aussah und dann auch nicht wirklich die gesamte Vorrunde so geglänzt hat. Und das könnte bei diesem Spiel vielleicht auch ein schwerer Auftakt für Bayern werden. Also schwieriger hätte es auch Bayern zum Auftakt fast nicht erwischen können, wenn man so die anderen Mannschaften anschaut. Zum Beispiel ein anderer Favorit, wie immer auf die Champions League, Real Madrid, bekommt es erstmal mit Schachter Donetsk zu Hause zu tun. Aber nach der abgelaufenen vergangenen Saison, ist Real überhaupt noch so stark und kann man sie überhaupt zu den Favoriten zählen? Na gut, du redest hier immerhin vom spanischen amtierenden Meister, die in der Rückrunde, auch als sie dann aus der Champions League rausgeflogen sind, schon besser waren als zu Anfang, so sie sich ja angestellt haben, unter anderem gegen Brügge, gegen Paris keinen Stich gehabt haben. Also da muss man jetzt schauen, was in dieser Champions League-Saison so liefern werden. Generell muss ich sagen, dass dieser zweite Teil des ersten Spieltags schon viel mehr Champions League greift, zumindest wenn man sich die ganzen Paarungen anschaut. Wir werden ja auch noch gleich zu anderen Top-Spielen kommen. Madrid gegen Donetsk. Donetsk ist immer eine Mannschaft, die Jahr für Jahr überrascht, die Spiele gewinnt, bei den Spielen mithalten kann, wo sie nicht krasse Außenseiter sind. Hier muss man wirklich von der Tagesform von Madrid abwarten, was passiert. Die Quote auf Real, auf die Königlichen nicht interessant genug und auf Schachtjahr muss man jetzt auch nicht gehen, außer man gambelt. Also da ist viele Fragezeichen, keine interessante Quote. Ich würde sagen, Radek, zeig uns doch mal, was im zweiten Spiel passiert, denn da wird schon spannend. Red Bull Salzburg ohne Erling Haaland. Ja, und auch ohne Wang, der nach Leipzig gegangen ist, zum anderen RB-Verein. Ich soll dir zeigen, was hier passiert. Okay, also ich sag dir, Salzburg ist Favorit mit einer Quote von um die 1,6. Aber das ist 1,55 sogar, das ist viel zu niedrig, denn diese Salzburger sind ohne Haaland und ohne Wang nicht mehr ganz so tough wie in der vergangenen Saison, wo sie ja voll überrascht haben und auf einer Welle der Euphorie auch in der Champions League geschwommen sind, aber auch noch vor Zuschauern. Jetzt hier gegen eine relativ unspektakuläre oder vom Namen her unscheinbare Mannschaft wie Lokomotiv Moskau kann RB eigentlich nur schlecht aussehen in meinen Augen. Denn ja, so, man weiß ehrlich gesagt nicht, wie beide Mannschaften so unbedingt drauf sind. Die österreichische Liga ist weiß Gott kein Gradmesser. Die russische, ja, ein bisschen mehr vielleicht. Aber dann die lange Anreise von Moskau nach Salzburg. Könnte er gegen Moskau sprechen, aber ich denke, warum hier Salzburg so krasser Favorit ist, finde ich ein bisschen falsch und vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aufgrund der Leistungen von RB in der vergangenen Saison größtenteils und die sind ja größtenteils auch einem gewissen Braut Erling Haaland geschuldet, der nicht mehr bei denen spielt. Deswegen hier Value eher auf Lokomotiv, aber bin weit davon entfernt, auf die zu setzen. Ja, finde ich auch. Also vom Gefühl her eher Lokomotiv plus die bessere Wette. Ajax Amsterdam Liverpool, das ist ein nächstes wirklich tolles Spiel. Da haben wir Liverpool, den amtierenden englischen Meister, der in der Champions League ja kurz vor Corona ausgeschieden ist, gegen Atletico Madrid, die jetzt gleich folgen werden. Die haben auswärts eine 1,75 und Ajax ist schon ein Team, was mithalten kann. Also gerade in einem Spiel über 90 Minuten vor heimischer Nicht-Kulisse traue ich Ajax hier schon einen Unentschieden zu. Also Sieg auf keinen Fall. Dafür glaube ich, dass auch Kloppo seine Mannschaft zu sehr motivieren kann, dieses Jahr auch wieder in der Champions League gut abzuschneiden. Aber so ein Asian Handicap auf Ajax finde ich persönlich
nicht verkehrt. Das ist halt auch wieder die Frage, das ist jetzt bei jedem Spiel hier, steht im Raum, macht es überhaupt Sinn, an einem ersten Spieltag jetzt Wetten zu finden, oder sollte man nicht eher sich Gedanken machen und dann schauen, was hätte, wäre, und einfach entspannen. Wie siehst du dieses Spiel? Findest du da auch Ajax heiß? Nein, ich glaube, dass die eben auch viel zu viel gute Spieler abgeben musste in den letzten Jahren, weil sie in den letzten beiden Champions-League-Saison eigentlich sehr, sehr stark performt haben und da immer aus der Außenseiterrolle eigentlich das Beste gemacht haben und echt gute Spiele geliefert haben. Ich glaube aber, dass bei denen jetzt in der Saison ein bisschen viel, viel schwieriger wird, und auch Eindhoven hat er in der Liga aufgerüstet, um jetzt zum Angriff zu blasen mit Mario Götze. Aber Liverpool hat sich halt zum Beispiel den Champions-League-Sieger Thiago von Bayern München geangelt und ist englischer Meister, wie du gesagt hast. Und ich denke, die sind hier schon das stärkere Team, aber die Frage wird halt auch sein, was kann Ajax? Grundsätzlich finde ich die Quote auf Liverpool attraktiv, wenn es nicht der erste Champions-League-Spieltag wäre und wir nicht komplett ins Blaue raten würden. So auch eine No-Bet von meiner Seite. Ja, dann jetzt aber zu Bayern München gegen Atletico, die, wir hatten es gerade, den vorherigen Champions-League-Sieger geärgert hatten. Zwar in der K.O.-Runde, aber auch hier, wenn wir uns die Quoten anschauen, wir kennen alle die Belastung von Bayern München. Jetzt haben sie eigentlich schon die dritte, vierte englische Woche, wenn ich die Nationalspiele dazu nehme. Da wird es schwierig, Woche für Woche die Top-Leistungen abzurufen. Und wenn du auf die Quoten gehst, lieber Radek, dann werden wir sehen, Atletico ist mit einer 6er-Quote sehr, sehr schwach bewertet. Und jetzt sagst du vielleicht, Chris, du hast letztes Jahr schon immer Tottenham stark geredet, Chelsea stark geredet, Barcelona stark geredet und immer auf die Fresse bekommen. Aber in dem Fall würde ich gerne mal wissen, was Atletico plus 1, plus 1,5 für eine Quote gibt. Und zwar eine plus 1 gibt eine 2,02. Das ist in meinen Augen auch eine gute Wette, wenn auch keine überragende. Ist natürlich immer die Gefahr, einfach gegen Bayern zu wetten. Das macht man einfach nicht. Das ist schlechter Stil. Das gehört sich nicht. Und das macht aber in diesem Fall aufgrund der Sachen, die du erwähnt hast, wirklich Sinn. Noch dazu, weil Atletico mit Suarez jetzt einen wirklich starken Stürmer hat. Wir haben es vielleicht gerade gelesen bei den News. Diego Costa ist nicht dabei. Macht aber nicht so viel, weil Suarez, der wesentlich besser, nicht wesentlich, aber der ist halt einfach ein sehr, sehr überragender Mittelstürmer. Er und Lewandowski gelten ja so in Konkurrenz immer als beste Neuner der Welt. Und der hat ja auch für Barcelona gegen Bayern getroffen beim 2:8. Jetzt bei Atletico schon 3 Tore in 4 Spielen in der Liga. Und ja, Atletico ist ja immer eine defensiv überragende Mannschaft. Die können jeder Mannschaft der Welt Probleme machen, eben auch müden Bayern. Und das werden sie wahrscheinlich auch tun. Also ein klarer Bayern-Sieg wäre für mich jetzt echt eine Überraschung. Deswegen finde ich dieses Plus 1 auf Atletico durchaus gut, ohne die jetzt auch zu krass hypen zu wollen. Aber auf der anderen Seite, ja, die Bayern haben halt einfach ein mega Pensum. Was ich hier aber durchaus auch interessant fände, weil das ja beides Mannschaften sind, die eher so auch ein bisschen in der Defensive vielleicht ihre Key-Player auch vielleicht sogar haben. Also ich weiß natürlich, dass die auch starke Offensivleute haben, aber mit was gewinnt man Meisterschaften und Champions League? Mit der Defensive, sagt man. Und das haben die Bayern gegen Paris im Finale getan, indem sie da gut verteidigt haben und Mbappé abgekocht haben und 1-0 gewonnen haben. Die haben auch Messi im Griff gehabt. Von daher ist die Bayern-Defensive durchaus stark und die Atletico-Defensive auch. Also gute Torhüter haben sie auch, deswegen vielleicht weniger als 3 Tore, aber die Quote ist dafür auch irgendwo zu schlecht. Deswegen
diese Atletico plus 1 Wette, lange Rede, kurzer Sinn, kann man machen, auch wenn das natürlich ein bisschen gegen meine Philosophie ist, nicht gegen Bayern zu wetten. Manchmal ja. Muss man es tun. Und da ist es schon, unsere erste Wette. Gibt es eine zweite beim Spiel vom Midland gegen Bergamo? Mhm. Die Dänen werden jetzt wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Was hat der zu Midtjylland gesagt? Aber wenn man es so liest, ja, kann man sagen, Hafer Y sind drin oder J, keine Ahnung. Jedenfalls Bergamo, eine der Offensivüberraschungen der vergangenen Champions League-Saison und auch bisher in der Serie A wieder mal ein Torfeuerwerk abgebrannt, sind jetzt hier auch Favorit gegen die Dänen, die ja wenig internationale Erfahrung mitbringen, zumindest in der Champions League nicht, und von daher Bergamo Favorit, aber ich bin auch kein großer Hyper von Bergamo, sodass ich jetzt sage, also diese Quote ist mir zu gering. Klar, in der Regel gewinnen sie, aber das sagt halt ja auch die Quote. Und von daher bin ich hier jetzt kein Fan davon, irgendwie drauf zu wetten. Was man theoretisch ins Auge fassen könnte, wären mehr als x Tore, also 2,5 oder so. Weil bei Spielen von Bergamo immer viele Tore fallen, aber ja, auch das wissen die Buchmacher und geben dir nicht viel Geld dafür. Erster Spieltag Champions League, zwei relativ unbekannte Größen. Bergamo sollte man nicht den Fehler machen, an den Leistungen der vergangenen Saison zu messen, denn wer weiß, ist ja, wie sie jetzt schon ein paar Wochen her. Ja, eben, aber es ist ein paar Wochen her und es hat sich bestimmt was getan und die werden jetzt auch mal irgendwie, ja, vielleicht mal auf die Mütze kriegen. Keine Ahnung, ist mir egal. Ist mir in der Tat egal. Nicht egal ist mir das andere Spiel einer italienischen Mannschaft, denn Inter Mailand gegen Gladbach, wer die Günter Netzer Biografie gelesen hat, der wird sich auch an das Spiel in den 70er Jahren erinnern, oder wer vielleicht persönlich noch zu dieser Zeit sogar schon Fußball geschaut hat, an unsere älteren Semester, das war ein UEFA Cup Spiel in den 70er Jahren, ich glaube Halbfinale sogar, als Günter Netzer Inter Mailand mit damals besten Mannschaft der Welt und so weiter. Aber das spielt jetzt hier weniger eine Rolle. Jüngste Vergangenheit, Inter Mailand hat das Derby verloren gegen AC Mailand, weil ein gewisser Jungspund Zlatan Ibrahimovic einen Doppelpack geschnürt hat. Und der ist ja jetzt schon 39. Und es ist keine Schande, gegen den AC Mailand zu verlieren. Auf der anderen Seite hat es Gladbach auch nicht übers Herz gebracht, Wolfsburg zu besiegen. Und wir haben ja schon oft auch gesagt, dass wir Gladbach nicht zu den Top-4-Mannschaften in der Bundesliga zählen und dass die auch hier im internationalen Wettbewerb wahrscheinlich baden gehen und dann gleich gegen Inter Mailand, da halte ich jetzt Inter schon wesentlich stärker. Das denke ich auch. Wenn wir uns die Quoten anschauen, dann wird es jetzt auch so sein, dass wir gleich unsere zweite Wette vorstellen. Inter-Sieg ist eine 1,6. Das ist schon nicht ganz uninteressant, aber wenn wir uns jetzt die Handicaps anschauen und tatsächlich, Alec, gehen wir von einem Inter-Sieg aus, denn du wirst jetzt nicht, wo Gladbach auf einmal seine Form so stark steigern könnte. Da machen wir Inter minus 1, haben dafür eine 2,06. Wenn Inter gewinnt 1-0, 2-1 und so weiter, dann gewinnt man nichts, aber verliert auch nichts. Aber wenn es 2-0, 3-1 ausgeht, was ich persönlich glaube, haben wir eine 2,06er-Quote und das ist doch eine gute Quote und ja, nicht wirklich patriotisch, was wir heute hier tippen. Ja, deswegen sind wir auch hier alle irgendwie blau oder es ist relativ viel bläulich für die Nerazzurri. Vamos, Italia! Viva Italia und auf geht's Inter. Mai Gladbach, ja, überrascht uns und belehrt uns eines Besseren, aber ja, ansonsten, diese Wette auf Inter ist gut, kann man nicht sagen. Manchester City gegen Porto, erwartungsgemäß hat ja City nie gute Quoten, weil sie ja die meisten Gegner zumindest relativ
gut im Griff haben und dafür ist Porto auch zu schwach in der Liga zurzeit sogar. Und ja gut, mit einer 1-3er-Quote braucht man sich auch kein Handicap reinziehen, denn wer will jetzt schon auf Porto wirklich setzen und wer will auf einen hohen City-Sieg setzen, da gibt es kein Geld. Also können wir es kurz machen, da gibt es keine Wette. Nee, vor allem gibt es keine Wette, auch allein deshalb, weil Man City dürfte gar nicht dabei sein. Das kommt natürlich erschwerend hinzu. Und irgendwer, ich glaube Felix Magath, hat gesagt, dass Pep Guardiola gar nicht mal so gut ist. Warum hat er dann nicht mit Bayern oder mit Man City die Champions League gewonnen, wenn er so ein toller Trainer wäre? Und da muss ich natürlich meinem Lieblingstrainer Felix Magath auch absolut recht geben, denn Pep damals nur mit Messi. Mit Messi kann ja jeder die Champions League gewinnen, aber wenn du es dann nicht schaffst mit dem Milliardenclub von Manchester City und mit Bayern nicht, wo es ja sogar irgendwie der Assistenztrainer von Jogi Löw geschafft hat, dann kann es nicht so weit her mit den Skills von Pep sein. Deswegen muss Pep diese Saison gewaltig liefern, um dieses Statement von Felix Magath hier reinzuwaschen, der immerhin mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden ist. Deswegen, wenn Felix Magath sowas sagt, dann sollte man das natürlich glauben. Felix Magath ist eine Waffe. Eine Waffe gibt es vielleicht auch bei Olympiakos Piräus gegen Olympique Marseille. Da ist ein neuer Vertreter. Marseille hat ja auch mal seine Glanzzeiten, sogar mal mit Rudi Völler, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber du willst nicht, dass ich in der Vergangenheit rede. Ja, aber wenn du schon dabei bist, kann man auch sagen, Olympique Marseille war ja der erste Champions League-Sieger 1993. Eben damals mit Rudi Völler als Spieler und Teamchef Franz Beckenbauer. War das gegen Roter Stern Belgrad? Weil dieses Spiel, Roter Stern Belgrad gegen Olympia, gegen Marseille, kann ich mich noch erinnern, habe ich als kleines Kind angeschaut. Es gab zwei Fanlager, weil ich es mit Eltern und Freunden angeschaut habe. Aber ja, wie dem auch sei, Piräus ist... So zwei Fanlager, wenn Roter Stern Belgrad gegen Olympique Marseille spielt. Du hast ja weder französische noch serbische Verwandtschaft, aber gut. Naja, du weißt ja, dass ich war für Roter Stern Belgrad, weil die ein cooles Logo und einen coolen Namen hatten. Und der Rest war für Marseille, weil sie Völler da gespielt hat. Weil sie Rassisten genauso sind und keine Serben mögen oder was. Nein, der Schmarrn. Aber gut, schauen wir hier in die aktuelle Gegenwart. Was kann Marseille denn heutzutage? Ja, das ist die gute Frage. Aber sie spielen gegen einen Club, der seit Jahren ganz solide in der Champions League performt, dementsprechend auch Quotenfavorit ist. Aber dieses Spiel hört sich für mich in der ersten Linie nach einem Unentschieden an. Und wenn man auf einen Unentschieden tippt, aber noch hier eine zweite Möglichkeit mit einschließen will, ist X2 ein guter Tipp, denn da gibt es eine Quote von 1,86 plus 0,25 vielleicht auf Marseille. Könnte man machen oder man lässt wie bei so vielen Spielen einfach die Finger davon. Mhm. Ja gut, wenn du als Marseille-Hasser schon auf Marseille setzen würdest, dann muss da schon was dran sein. Aber nur weil es ein Franzose ist. Ich habe gestern im Video die französische Liga ziemlich schlecht gemacht. Jetzt wäre ich eigentlich versucht zu sagen, die französische Liga ist ja weitaus besser als die griechische Liga. Aber Olympiakos hat natürlich wirklich in den letzten Jahren bewiesen, dass sie international mithalten können. Und Marseille hingegen, die müssten jetzt erstmal sich irgendwie beweisen, deswegen sind die Quoten ja auch so. Klassische No-Bet, schaue ich mir gerne mal an, was die machen. Und dann schauen wir, ob Marseille vielleicht an die großen 90er Jahre mit, wie ist der Präsident, Bernard Tapie, glaube ich, anknüpfen kann. Und naja, der Torschütze damals im Champions-League-Finale, wenn ihr es auch wisst, dann kommentiert's. Ansonsten war es ein gewisser Basile Boli. Ja, dann habe ich nur noch eine letzte Quizfrage für dich, Radek. Hat jetzt nichts mehr damit zu tun, aber ich hatte was im Kopf und ich habe es nebenbei gegoogelt. Welchen internationalen Titel hat dein Lieblingstrainer Felix Magath geholt? International? International. Er war doch nur bei Fulham. Wo war er denn sonst noch? Also bevor das Video jetzt noch
Ja, gut, 20 Minuten reißen wir sowieso. Aber bevor es noch 22 Minuten geht, er hat mit dem VfB Stuttgart den UI-Cup gewonnen. Na, ist ja kein offizieller Cup, oder? Das ist ja die Doch. Qualifikation zum UEFA Cup, oder? Oder? Ja, ist doch egal. Naja, ist schon ein Unterschied. Haben die da so einen fetten Cup gekriegt dafür und steht auf seiner Visitenkarte UI-Cup-Sieger 1900, 2007 oder irgendwas oder keine Ahnung? Videos aus. Alles klar, dann abonniert den Kanal, wenn ihr solche Top-Facts weiterhin wollt. Also bis dann. Und schreibt eure Tipps natürlich unten drunter, wenn ihr bessere Wetten gefunden habt als diese. Bis dann. Unbedingt.